Hier geht es um das Lösen eines linearen Gleichungssystems mit Hilfe des grafikfähigen Taschenrechners. Als Lösungsweg nutzen wir das Programm Tool System 2. Ich habe hier zwei Gleichungen gegeben, Gleichung 1 und Gleichung 2. Und dieses lineare Gleichungssystem will ich jetzt mit dem Programm Tool System 2 lösen. Dafür gibt es eine Voraussetzung, nämlich ich muss die Gleichungen erst umformen. Das heißt, die Variablen mit ihren Zahlfaktoren müssen auf die linke Seite und alle Zahlen ohne Faktoren müssen auf die rechte Seite. Also zum Beispiel hier, dieses a mal 5 Quadrat muss nach links, dieses b mal 5 muss nach links. Das hier darf stehen bleiben, weil da ist keine Variable dabei. Diese minus 1 muss nach rechts, weil da ist auch keine Variable dabei. Das gleiche gilt für Gleichung 2. Also nochmal allgemein hingeschrieben. Zahl mal Variable 1 plus Zahl mal Variable 2 ist gleich Zahl ohne Variable. Also diese Form brauchen wir. Bevor wir ans Umformen gehen, würde ich vorschlagen, zuerst nochmal die Gleichungen zu vereinfachen. Hier habe ich zum Beispiel ein a mal 5 Quadrat und ein a mal minus 2 Quadrat. Das kann man auch schöner schreiben. Dann habe ich zum Beispiel minus 1 mal 5 Quadrat ist 25 mal a plus b mal 5 drehe ich einfach um zu 5b plus 2,75. Für Gleichung 2 folgt 0,75 ist gleich minus 2 Quadrat sind plus 4, also plus 4a. B mal minus 2 ist es gleich wie minus 2 mal b und wieder plus 2,75. Um jetzt die Variablen a und b auf die linke Seite zu bekommen, drehe ich einfach die Gleichung um. a plus 5b plus 2,75 ist gleich minus 1 und für die zweite Gleichung 4a minus 2b plus 2,75 ist gleich 0,75. Beide Variablen sind auf der linken Seite. Jetzt muss ich nur noch die Zahl ohne Variable auf die rechte Seite bringen. Das ist dann eine Umformung. Und dann erhalte ich für Gleichung 1 und für Gleichung 2 folgendes. 25a plus 5b ist gleich minus 3,75 und 4a minus 2b ist gleich minus 2. So, kontrolliere ich es nochmal. Ich habe Zahl, also 25, mal Variable 1, Variable 1 ist in dem Fall a, plus Zahl, das ist hier die 5, mal Variable 2, entspreche hier dem b, ist gleich Zahl ohne Variable. Gleiche Form habe ich auch in meiner Gleichung 2, Zahl mal Variable 1 plus Zahl mal Variable 2 ist gleich Zahl ohne Variable. Wenn ich diese Form gegeben habe, kann ich auch schon den Taschenrechner einsetzen. So, wie gesagt, ich will über das Programm Tool System 2 gehen. Tool ist hier über der Taste Math zu finden, gelb unterlegt, das heißt, ich brauche zuerst die Second Function Taste. Und dann habe ich auch schon hier die Auswahlmöglichkeiten zwischen Base, Poly und System. Ich brauche System und dann 2 und erhalte jetzt folgende Ansicht. Hier oben gibt mir der Taschenrechner eine Gleichung vor. Das ist nichts anderes wie die Gleichungen, die wir jetzt hier oben hatten. Nämlich
Zahl mal Variable 1 plus Zahl mal Variable 2 ist gleich Zahl ohne Variable. Das Einzige, wo man jetzt hierbei aufpassen muss, ist, dass man sich nicht mit den Buchstaben durcheinander bringen lassen darf. A und B sind meine Variablen hier im linearen Gleichungssystem. X und Y sind meine Variablen in dieser Gleichung. Das heißt, dieses A hier entspricht tatsächlich den Zahlwerten vor Variablen 1. Dieses X entspräche Variable 1, wäre in dem Fall hier mein A. Das B ist der Zahlfaktor vor Variable 2, also hier plus 5 und minus 2. Und das Y ist die Variable 2, also hier das B. Und das C ist eigentlich recht eindeutig. So, ich schreibe es hier vielleicht nochmal dazu. AX plus BY ist gleich C. Also, A als Zahl vor Variable 1, B ist die Zahl vor Variable 2 und C ist die Zahl ohne Variable. So, und der Rest ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe jetzt hier 6 Eingabemöglichkeiten. 1 und 2 stehen für meine Gleichungen 1 und 2. Und hier heißt es, ich soll für die Gleichung 1 die Zahl für A eingeben. Also ist es in dem Fall 25. Für B soll ich die Zahl vor der Variable 2 eingeben. Also hier entspricht der plus 5. Und für C soll ich die Zahl ohne Variable eingeben, sind die minus 3,75. So, jetzt kommt für Gleichung 2 das gleiche nochmal. Die Zahl vor Variable 1 entspreche hier dem 4. Die Zahl vor Variable 2 entspricht hier minus 2. Und die Zahl ohne Variable entspricht hier auch minus 2. Als letzter Schritt muss man noch einmal auf Exe gehen und erhält dann dementsprechend die Lösungen. Wiederum aufpassen, x und y sind ja unsere Variablen, also x die Variable 1, dementsprechend heißt es hier a ist gleich minus 0,25, y ist die Variable 2, entspricht hier unserem b, also b ist gleich 0,5. Das müssen wir jetzt noch aufschreiben. Also einmal der Hinweis, dass wir das Programm Tool System 2 benutzen. Und dadurch erhalten wir die Lösungen. A ist gleich minus 0,25 und B ist gleich 0,5. Ja, Vorteile dieses Programms Tool System 2 ist, es geht sehr schnell. Wenn man das so anguckt, es können eigentlich sehr wenig Rechenfehler passieren. Die einzigste Umformung haben wir jetzt hier mit drin, sonst kann eigentlich nicht viel passieren. Es ist auch wenig Schreibarbeit insgesamt, also ist man auch schneller fertig. Problem dabei ist, es geht halt nur mit diesem Taschenrechner.